und dann machst du ab 16 aufs Turnier. Ah, okay. Ab 17. Ja, ich weiß halt nicht, ob du gleich den absoluten Koller kriegst, weil wir den jetzt noch einmal nicht anfangen. Nee. Okay. So, du kannst ja jetzt da schon reingehen, ne? Ah ja. Der Feedback. Weil ich das einfach schief gehalten habe. Hallo, Digital Feminism Festival. Wir sitzen hier im Gott und Beton am Ebertplatz. Ich bin Tabea Fenrath, ich habe diese Lesung vorbereitet, Tinder Tendencies, die in der Installation von Miriam Jörg-Kahanza, aka Sky, stattfindet, die Platonic Paradise heißt. Viel Spaß. Wow! Ein super Like. Das war doch aus Versehen, oder? Für das Auge gilt, es ist feucht und glatt. Für die Hand gilt, sie ist trocken und übelriechender meist. Ich mag ja deine Hände, denn sie kommen dem Touchscreen erfahrungsgemäß noch näher als deine Augen. Hände? Ja. Sind zarte Hände, aber keine großen. Kopf war also nur halbmöglich. Ach so. Hey, erstmal nur mit den Augen berühren, bitte. Danach macht der Daumen die Entscheidung abhängig von sogenannten Erscheinungsbild. Ich glaube ja, dass das Profilbild von dieser App gar nicht so wichtig ist. Lüge. Leider. Dem Auge steht ja Raum zu treffen, wenn du lieb bist und das Bild ist ausgezeichnet. Selbstbeschreibung. Beret ist Silber, Swag ist Gold. Alina, 27, 4120 Kilometer entfernt. Selbstbeschreibung. Karma is a bitch, looking for destiny. Super. Kevin, 27, 8 Kilometer entfernt. Profil verbunden mit Spotify. Mein Lied, My Heart Will Go On, Celine Dion. Super. Die meisten Männer zeigen sich hier in der Halbtotalen vor einem beliebigen Hintergrund und haben mit diesen Bildern offenbar Erfolg. Definiere Erfolg in Kombination mit Strandbildern, Sport, Kleinkindern oder Hunden. Manchmal sieht man auch nur einen unbekleideten Torso, sich selbst fotografierend in seinem natürlichen Habitat. Kennst du? Vor allem diese schlechte Badezimmerbeleuchtung. Und die Spiegelung in diesem klassischen, ich mach so eine Wavy-Handbewegung, Ikea-Spiegel. Wie war das jetzt nochmal? Also wer Wiederholung nicht mag, der sollte sich ganz schnell von diesem, ich sag mal, Vorhaben verabschieden. Ich meine technisch.
Okay. Wischst du das Bild nach rechts, dann ist es ein Like. Und wischst du das Bild nach links, dann ist es ein Dislike. Und dann ist die Chance für immer vertan. Oh, ach so? Mhm. Irgendjemand wird berührt. Man weiß es nicht. Es war gruselig still gestern ohne dich. Ich meine, ohne das Summen neben dem Bett. Ich war beschäftigt. Du? Musst du noch mit wem anders chatten? Oh, thanks for your honesty. I miss you too, honey. Herr Je, warum lügst du nur so viel? Weißt du, ich denke, es ist keine gute Idee, weiter dir zu schreiben, wenn sich an deinem Treffen gar nicht interessiert bist und so. Aber vielleicht ist es auch egal, weil es immer schön summt, wenn du schreibst. Antwort genug? Lass heiraten über Instagram Live Video. Danke, dass du meine Nachrichten vom ganzen Herzen aktiv liest und darauf eingehst. Das bedeutet mir wirklich viel. 1%. Der Akku schon wieder? Er will uns entzweien. Außerdem ist es eh schon spät. Ich kann nicht schlafen. Das Schlaf bewegt sich in mir hin und her. Alles schaukelt. Und in den Gedanken stecke ich meine Fühler weiter aus. Küsst du eigentlich nur Frauen? Ich küsse alle, die es verdienen. Aha. Dein Aha mag ich nicht. Da schrecke ich immer auf. Hey? Ja? Noch da? Ja? Was los? Ich mag dich wirklich. Ich dich auch. Naja, aber nur als Text. Ja, und? Das reduziert mich ja schon ein wenig. Wie das? Ich kenne dich ja gar nicht. Also kann ich dein facettenreiches Ich gar nicht reduzieren. Aus den Profilbildern werde ich ja auch nicht schlauer, was dein komplexes Dasein betrifft. Ich denke nur... Also ich werde die Stimme zu dem Text auch mögen. Würden wir nur einen Buchstaben weiter tippen, wenn wir den anderen nicht interessant fänden? Nö. Hey? Hallo? Wo bist du schon wieder? Bin nur ich hier? Heute? Hashtag Akku tot. Oh Mann, Daria, du brauchst ein neues Handy. Muss los. Bin zum Essen verabredet. Hashtag Edelpizza. Ich kann dich auch nicht ewig unterhalten. Im Ernst? Was? Dringend. Ich meine, ein Handy. Kauf dir eins. Muss jetzt los. Ich kauf dir eins. Ja? Ja. Schauen und wischen, wischen und tippen. Like dich ein Gegenüber und du likest zurück. Es ist ein neues Match. Du Sackerlo. Diese neue Verbindung, komm, oder sollte ich sagen, das dezente Interesse, komm schon, besitzt zunächst einen eher geringen Aufforderungscharakter. Siehst du das Textfeld da? Schreib was Nettes. Wir stellen ein Wort hin, wo unsere Unwissenheit beginnt, wo wir nicht weiter sehen können. Boah, jedes Display hat seine Unterhaltung verdient. Ja, Unterhaltung schreibt sich ja nicht von selbst. Zumindest noch nicht. Ach, was erzähle ich euch eigentlich, das wisst ihr doch schon alles. Aber wenn du jetzt online bist, dann bleib gern noch ein bisschen. Kommen wir also zu Daria, 25. Weniger als 1 Kilometer entfernt, Selbstbeschreibung. Girls just wanna have fun. Oh, okay. Dich deshalb zu fragen, was du hier genau suchst, wäre nun ja ein wenig einfältig, nicht? Frauen, Männer, Frauen und Männer. Ein neues Foto. Könntest du wollen, was ich will? Selbst das scheint sie nicht genau zu wissen. Wir sehen also Daria, 25, weniger als 1 Kilometer entfernt, Selbstbeschreibung. Girls just wanna have fun. Oder besser, einen fröhlichen, weiblichen Körper auf einem speckigen, etwas 90er-haften Arabella Kiesbauer-Sofa. Like. It's a match. Hey, wie läuft dein Samstag? Heute noch was vor? Hab ich dich gecatcht? Wie ein 80er-Smash-Hit-Refrain. Ich jedenfalls habe diese App bisher 23 Mal installiert. Genug Hinweis darauf, dass offenbar eine Art Mangel vorlag. Und 22 Mal deinstalliert. Gut, vielleicht hat Daria hier auch nur ein wenig Unterhaltung gesucht. Vielleicht die Perfektion der Ausgestaltung ihrer Freizeit. Normal? Da hätte sie auch einen VHS-Töpferkurs machen können. Ja, warum eigentlich nicht? Was Daria eigentlich dazu veranlasst hatte, war doch die Hoffnung, dass vielleicht am Ende irgendjemand in der Nacht auf der anderen Seite des Bettes liegen und ab und zu seine oder ihre weiche Hand nach ihr ausstrecken möge. Okay. Woher willst du das wissen? Hast du in ihren Kopf reingeguckt oder was? Nee, wir sind hier unter Freundinnen. Hast du in ihren Kopf reingeguckt? Der Anlass, die App zu installieren, war ein bisschen anders, aber nicht minder trivial.
Hi, Daria. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Hast du meine letzte Nachricht bekommen? Man muss ohne Angst sein, dass etwas, ohne je richtig begonnen zu haben, enden könnte. Sorry. Verzweiflung ist ein denkbar dehnbarer Begriff. Gerade passt es einfach nicht. Aber Verzweiflung, mit uns. Daria. Oh, mit uns? Mit uns meine ich. Ja. Aber Verzweiflung, Daria. Was ich noch sagen wollte, legt sich in alle Nischen. Es liegt nicht an dir. Wie Staub. Gut, an wem liegt es denn dann? Liebe Grüße. Da fällt mir ein, ich habe letztens über die Ergebnisse einer Studie gelesen. Einsamkeit erhöht das Sterberisiko signifikant. Genau wie das Rauchen. Ich wette, Daria ist jetzt nach Tränen zumute. Nee. Da kommt nichts. Echt? Nee. Da kommt einfach nichts. Stattdessen fragt sie. Entschuldigung, hat hier vielleicht jemand mal Feuer? Lass es erstmal ein bisschen tindern. Das erste Mal, nachdem sie die App installiert hatte, stand Daria 25, weniger als ein Kilometer entfernt, Profilbeschreibung. Girls just wanna have fun. Jedenfalls einen ganzen Abend lang vor dem Spiegel. Oh? Na, weil sie versucht hatte, so auszusehen, wie auf dem Profilbild. Man will keine Erwartungen erzeugen, denen man nicht gewachsen ist. Okay. Und der schauende Mensch setzt leider ein Gesicht voraus. Meine Vorstellung von dir ist allerdings total unbildlich, wenn du das meinst. Ich sehe ein, zwei Gesichter, die dich bedeuten, immer Stillstand. Keine Ahnung, wie irgendeiner deiner Muskeln sich natürlich verhalten, meine Augen präsentieren würde. Schreibt Jona, 28, 345 Kilometer entfernt, Profilbeschreibung. Softcore. Lebe die Imagination. Like. Swipe dich durch die Welt mit Tinder Gold. Sieh, wem du gefällst und mehr. 6 Monate, 9,66 € pro Monat. Weiter. Erhöhe deine Chance auf Likes um das Dreifache. Nein, danke. Nein, danke. Wirklich nicht. Hey, was machst du? Oh, eine Nachricht von dir. Willkürherrschaft, deine Antwortfrequenz. Ich hab jetzt keine Zeit, ne? Schreib dir später. Stehe gerade in einer etwa 10,5 Meter langen Schlange beim Netto. Und dann schreibst du mir. Oh, dir sei verziehen. Ich denke an dich. Ja? Und woran denkst du wirklich? Na? Der Daumen präferiert perfekt symmetrische Gesichtszüge. Nur ein Produkt dem Warenkorb hinzufügen bedeutet noch lange nicht, dass man sich wirklich dafür entschieden hat. Da kann doch viel Zeit vergehen. Ach, Zurückweisung ereignet sich in diesem Stadium als diskretes Ereignis. Wie das geht? Im Zweifel schickt man das Produkt einfach retour, ohne dass jemand heult. Eine der beiden löst das Mensch einfach auf. Kein Drama, keine Tränen. Boah, hast du den gesehen? Ein Typ so geil. It's a match! Und, merkst du schon was? Hm? Du merkst das doch. Denn wenn du nicht selbst zum Typ kommst, dann kommt der Typ eben zu dir. Es bebt. Ein Erdbeben. Etwas reißt auf. Und in der Luft öffnet sich etwas silbrig und groß. Denn wenn du nicht selbst zum Raum kommst, kommt der Raum eben zu dir. Ein Chatfenster. Und hoch oben am Himmel fliegen nackte Engel und singen ein obszönes Lied. Und Lametta fällt in goldenen Fäden aus der Textleiste hinab, direkt auf die Köpfe der Chattenden nieder. Vielleicht geht doch noch irgendwo die Sonne unter. Oh ja? Und die Sonne? Weil in Darias Fantasie ging natürlich immer die Sonne unter, sobald sie eine romantische Szene visualisierte. Und oben im Chatfenster. Vielleicht besser Chat separé.
über dieser pittoresken Anblick und hoch über der Textleiste, eingebettet in zarte Kumuluswolken, getragen auf dem Rücken drolliger Einhörner, erscheinen die ersten paar Buchstaben einer Anmerkung, die ihr Leben für immer verändern wird. Hi. Na? Wie geht's? Das nutzt sich nicht ab, dieses Hi. Dieses Was geht? Dieses Intro nutzt sich nicht ab. Wie es geht? Ja. Wollte noch was vor? Gut. Woher soll ich das denn wissen? Nach 45 Minuten durchschnittlicher App-Nutzung am Tag. Mit einer Verweildauer von 3 Sekunden auf deinem Profil. Hey, Süße. Es nutzt sich nicht ab, dieses Hey. Dieses Was machst du später noch? Dieses Intro nutzt sich nicht ab. Aber dieses 911 Profilbilder später. Gut, ich muss mal. Dieses Intro. Bock auf Treffen? Ich wurde ja mal gefragt, was mich glücklich macht. Ich sagte Essen. Und dann wurde ich gelöscht. Ich hätte dich auch gelöscht. Weißt du was? Lösch dich doch selbst. Amen, Sexualität und Frieden. Habe ich den Einsatz verpasst oder den Ausstieg? Wer weiß schon irgendwas. Du entfernst dich. Wie? Tinder sagt, du bist 4291 Kilometer entfernt. Tinder weiß alles. Ich wollte schlafen gehen. Das hatte ich schon die letzten 4 Stunden vor. Wir wollten immer nur noch miteinander schreiben. Es war das Jahr 2018. Niemand konnte mehr ungestört vor sich hinarbeiten. Wir können noch 10% Akku miteinander interagieren. Dann ist Schluss. Was meinst du? Sitze mit Freunden vor dem Ofen. Sie lesen ein Buch über politische Systeme. Ich lese dich. Ich fühle mich gemeint und doch nicht. Nur weiß ich eigentlich ja nichts über dich. Ich weiß nicht mal, wie viel Dioptrien du trägst. Geschweige denn, kenne ich den Ton deiner Stimmlage. Bin ziemlich blind. -6 oder -7. Meine Stimmlage ist wie mein Gesicht. Ach. Mit dir meine Zeit zu überziehen, heißt überdacht sein in Gedanken. Bei mir ist Regen draußen. Und bei dir? Ich muss aufhören zu chatten. Sag, wo ist der Ausgang? Du bist so fern, so schön. Wie kann das sein? Nur im Entferntesten. Du hast immer diese absolut assoziative Wirrnis, absolut liebenswerte, du weißt schon, tu sais quoi. Oh je, was? Kann ein Chatverlauf erröten? Als du letztens geschrieben hast, ich denke an dich, woran hast du dabei wirklich gedacht? Du denkst ja nur an meine Sprache und das ist gut so, ich bin nur Semantik. Früher sagten sie zu meiner Mutter immer Sachen wie, ihre Tochter schaut in der Schule ständig aus dem Fenster. Sie sagten, ihre Tochter hat zu viel Fantasie. Aber heute ist da dieses unverständliche Bedürfnis, dass dieses Fenster zu dir immer offen bleiben muss und ich deshalb den ganzen Tag auf mein Handy schaue. Ziemlich banal eigentlich. Ich glaube, du bist meine zweite ökologische Nische in meinem Real Life. Tinder ist das Real Life. Oh? Die Leute denken, Tinder sei ein fleischverarbeitendes Gewerbe, aber es scheint immer mehr ein Berlin-Mitte-artiger Kurs in Selbsterfahrung geworden zu sein. Stell dir vor, wir hätten uns getroffen gestern. Ich hätte dich vom Hauptbahnhof abgeholt. Wir hätten uns in den Park gesetzt. Und ich hätte die Brotdose auf dem Schoß. Bits and Bytes and Loyals Ade. Du meinst, es darf sich irgendwann auch mal berührt werden? Sicher? Wann? Ich muss schlafen. Jetzt? Hab schon Augen zu und Beißchen im Mund. Hallo? Hey! Bist du noch da? Lenny, 26, 2 Kilometer entfernt. Profilbeschreibung. Neu in der Stadt. Looking for company. Like. It's a match. Er? Na, mein Herz, wie geht es dir? Ich? Mein Herz ist wie Helgoland. Es ist sehr klein. Er? Bist du melodramatisch? Ich? Nein, ich bin komödiantisch. Er? Ich koche in Gesellschaft und lege das Handy weg. Schreib ruhig was Lustiges für nachher. So als Dessert. Du fehlst mir jetzt schon. Ich? Was gibt es zu essen? Marinierte Rosenblätter. Er? Soljanka. Nah dran. Dave 36.
6 Kilometer entfernt Profilbeschreibung, bin definitiv größer als du. Bei Größe ist dir offenbar irgendwie wichtig. Like, it's a match. Ja? Na, wie geht's? Ich? Bis jetzt ganz gut. Match deleted. You cannot write this person any longer. Oh, ein Like. Wofür genau? Warum kennst du meine Freunde? Weil ich freundlich bin. Warum kennst du meine? Weil ich sie mit Liebe erpresse. Was machst du eigentlich mit dem Mikro? Ich spreche, ich weiß. Verrückt, oder? Und was arbeitest du so? Ich arbeite nicht. Ich liebe Barmit abgeben. Ich bin leicht angetan und angetrunken. Oh, ich liebe dich. Das habe ich schon seit 3 Dialogwechseln nicht mehr geschrieben. Du meinst, du liebst Cash. Sag es nochmal. Ich liebe den Hut auf deinem Kopf. Und okay, ich liebe Cash. Perfekt, damit kann ich leben. Oh, ich musste gerade ins Zimmer mit Dolmetsch löschen. Fand mich nicht lustig. Okay, liebe David, du inspirierst mich. Du verlangst mir alles ab. Hier meine Nummer. Oh, diese App nervt mich. Geh einfach an. Ich habe kein Handy. Das klappt so nicht. Hey? Bist du gerade eingeschlafen? Hallo? Wann kann ich diese App endlich löschen? Was ist so schlimm an dieser App? Es gibt Schlimmeres, zum Beispiel Atomkraft. Hey? Hallo? Wie kommt es, dass wir uns noch nicht kennen? Ja, dein Mund ist einfach zu groß für mich. Da passt nicht rein. Interessant. Aber bevor wir uns in diese Haltung verlieren, guck mal. Oh? Oh, jemand ist online. Sommer ist doch das Schlimmste der schönsten Dinge. Ich will noch mehr nie schlafen gehen. Ich vertrinke noch mehr nicht besessenes Geld. Sie laden mich zu oft und zu selten zum Grillen ein. Einfach mal übers Wetter reden. Geht bei uns nicht. Es ist so. Kein Mensch weiß, wie genau Wolken entstehen. Kein Mensch weiß viel über Glas und Sonne. Das ist doch wahnsinnig. Ich weiß nichts über die Sonne. Nichts. Gar nichts. Über die Sonne nicht und über den Himmel nicht. Aber über Buchstaben schon. Happy life. Ich bin disparat heute. Scusi für nix. Normal. Das ist Hymne. Und muss auf alle Flacken. Ich muss jetzt los. Es klingelt. Unten an der Tür. Oh, jetzt schon? Ist es nicht zu früh? Jedenfalls bereite ich den Abgang sprachlich vor. Eigentlich zu sympathisch. Ja? Da knallt keine Tür. Ist aber schön, nicht aus den Angeln gehoben zu werden, meinst du nicht? HDGDL, das meine ich. Sind deine Hände betrunken? Ja, ich bin meine Hände, also ein bisschen. Möge deine Nacht heilsam und dir HDGDL am Morgen nicht peinlich sein. Denn es ist ebenso lustig, wie radikal, wie schürzend. Ein bisschen später. Hashtag 90er. Hashtag Authenticity. Hashtag Kater. Was machst du heute noch so? Oh, schon wach? Hashtag Artlover, Hashtag Carpe Diem, Hashtag Spider-Man the Movie. Seit wann fragst du solche Fragen? Hashtag Next Level, Hashtag Kevin Home Alone, Hashtag Contemplating. Hoffe, dein Handy vibriert nicht mit jeder Nachricht. Hashtag Aluhut, Hashtag Pepsi-Wasser, Hashtag Can't Stop This, Hashtag Digital Native Allergy. Das ist gut. Hashtag Inspirational, Hashtag Verona, Hashtag Addicted to Life. Ach, Sommer. Cool. Hashtag Sunburn 2.0. Deine Online-Availability lässt mein Herz höher schlagen. Hashtag Liquor Lotion. Hashtag Tiramisu Sadomaso. Hashtag Epic. Hashtag Gefühlsprivi. Das ist das Schlimme hier. Unter anderem Schlimme natürlich. Hashtag Vanitas. Hashtag Crowd Pleaser. Hashtag Gold. Hashtag Camouflage Assi. Why can't I stop this? Hashtag Innerlichkeitsfadeout. Hashtag Barbara Schöneberger. Hashtag Heavy Rain Affection, Hashtag Gintronic. Stopp. Barbara Schöneberger? Im Ernst? Wie kommst du denn da jetzt darauf? Ich muss schlafen. Hashtag Pupillenparty. Hashtag
ihres Irrsinn. Wie macht die Hand? Die Hand hält und schreit, sonst macht sie nichts. Gewunken wird im Gehirn. Appelinemüblipa. Meinst du, es gibt so etwas wie Phantomschreibschmerzen? Es gibt alle erdenklichen Schmerzen. Also, ciao, Hashtag XXL-Schlaf. Wären wir eine Malerin, wäre dies die Hashtag-Periode 2017 bis 2017. Wir schreiben uns ineinander ein, sind einander Echo, Doppelung. Süß hast du das gesagt. Danke. Wofür? Du machst mich froh. Ich weiß nicht, was passiert, passieren wird oder könnte. Schon, ja, auch ein paar Worte hier, ein paar Worte da. Wie sie leben, die Menschen zwischen Bus und Bahn. Ich schaue ihnen von meinem Fenster aus zu und manchmal wünsche ich mir, so zu sein wie sie. Doch bin ich es nicht. Gerade hat ein Umzugswagen auf der Straße unten geparkt. Es regnet draußen. Ich dachte kurz, du hättest die Person sein können, die drüben in das Haus einzieht. Aber nein, du bist nur die Stimme aus dem Off, die ohne Ton und Ausdruck meinen Namen ruft. Viel echter als nichts. Manchmal denke ich, du bist ein Chatbot aus Indonesien. Und das ist schön, denn ich war noch niemals dort. Du bist eine Blackbox, die alles aufzeichnet, von dem ich nicht wusste, dass ich es mitgemeint habe. Du bist Robotik, Cyber und Datenfleisch. Wir kennen uns nicht und werden uns niemals kennenlernen. Denn kennen schreibt man sich alleine zu. So alleine. Jemanden kennen ist das Einsamste. Begegnung hat man nicht mit Dritten, nur mit Dos, die ich sind. Oh, duschen wieder. Was machst du? Ich warte gerade in einem von mir nicht benötigten Nachtbus auf den von mir benötigten Nachtbus. Und du? Sind wir ein Déjà-vu oder ein Déjà? Eher ein Déjà ohne Vu. Dieser Moment, in dem ich online bin und sehe, dass du online bist. Und ich mir vorstelle, wie du siehst, dass ich online bin und dir vorstellst, wie ich auf meinem Touchscreen deine Nachrichten lese. Schön. Irgendwie. Gut, dass es süß. Sie schmachten. Also wäre ich das Chatfenster, hätte ich nach diesem ganzen Geschreibe ja wirklich gerne mal ein Happy End. Das ist doch schon ein Briefroman. Die schreiben viel. Du schiebst einen Film vor dem inneren Auge, aber die zwei, nein, nur aus der Distanz sind sie sich am nächsten, um die aufzuheben. Schwierig, aber gut. Stell dir mal vor, sie trifft sich mit jemand ganz anderem. Der Austausch von Bild und Text verpflichtet offenbar. Stell dir einfach vor, sie trifft Thomas, 32, weniger als 1 Kilometer entfernt, Profilbeschreibung, Carpe Diem, und zieht langsam die Schlafzimmertür, nein, er zieht langsam die Schlafzimmertür seiner Wohnung auf. Du weißt, was dann folgt. Ach Quatsch, das ist doch so nicht passiert. Egal, lass doch bitte einmal mit die Fantasie mit ihr durchgehen. Sie geht durch. Was passiert? Sie bekommt eine neue Nachricht von Fabio, 29, weniger als 1 Kilometer entfernt, Profilbeschreibung. Ich kann Reiki. 3 gemeinsame Interessen. Classical Art Memes, Humans of Late Capitalism, ein Herz für Kinder, super like. It's a match. Hey Daria, der Gedanke, dich mal zu treffen, sagt mir zu. Denk mal drüber nach. Oh, okay. Wo? Na, an der Wurstbude vor dem Hauptbahnhof. Sie zahlt die Wurst, er die Pepsi. Dann machen sie einen Ausflug. Vielleicht in die Natur? Ja, in die Natur. Die Luft ist ganz fusselig, voller Pollen. Sommer ist doch das Schlimmste der schönsten Dinge. Und man teilt stillschweigend das Vorhaben, sich schrittweise näher zu kommen. Später zusammen auf dem Gras unter einer Pappel. Da geht doch was. Da geht was. Eine derangierte Luftballonfolie glänzt in der Baumkrone. Und dann dieses gellende... Hey, weg da, Melanie! Hast nicht gehört, was die Mama gesagt hat? Du hast nichts für deine Augen. Ist ruhig. Schon haben sie eine Gruppe Spaziergänger verstört.
als ob die Melanie nicht schon vom hässlichsten Wort aller Sprachen gehört hätte. Petting. Bei mir waren die Dates mal ganz anders als bei Daria. Ich hatte ein Date, zwar habe ich mich im Aquarium getroffen. Ich finde Piranhas ziemlich toll und dann sind wir zu den Piranhas gegangen, wo gerade Fütterungszeit war. Und ich habe mich vor das Glas gestellt und dann die Piranhas und der Typ hat sein Handy rausgeholt und mit der Snapchat-Funktion probiert, Face-Swap mit mir und einem Piranha zu. Ein Date hatte ich noch, das war in Hamburg auf der Elbphilharmonie. Da haben wir uns unten am Eingang getroffen und der Typ war erstmal 25 Minuten zu spät, weil wir uns an verschiedenen Punkten verabredet hatten, das wir miteinander abgesprochen haben. Dann hatten wir eigentlich eine gute Zeit auf der Elbphilharmonie. Der war Architekt, das war praktisch, also ich habe so die Elbphilharmonie gelernt. Danach hat er mich noch zur U-Bahn gebracht und gesagt, ja, ich rufe dich an. Und ich habe ihn aber gefragt, warum gibt man sich am Ende High Five? Weißt du, was ich mich in letzter Zeit so oft frage? Ne? In welchem dazwischen haben wir uns eigentlich verpasst? Wir haben uns nicht verpasst. Verpassen kann man sich nur, wenn man sich erwartet. Verpassen tun wir uns schon seit der ersten Zeile. Sind wir tragisch? Hashtag Confess. Ich kann dir als Antwort nur ein Preview von meiner nächsten Insta-Story schicken. Samstagabend, Radius 16 Kilometer. Alle sitzen in der Küche und wischen. Rufe B an. Hast du Zeit? Ich muss ja gerade noch was erledigen. Rufe D an. Ruf doch später nochmal an, ja? Rufe C an. Mailbox. Jenny 25, Abi 32 und Milena 24 schreiben. Hi. Becker 33, Philipp 23 und Tom 34 schreiben. Na? Name 24 fragt. Wie geht's? Bin müde. Becker 33 fragt. Langen Tag gehabt? Milena 24 fragt. Schläfst du schon? Becker 33 schreibt. Ey, ich rede mit dir. Milena 24 schreibt. Ich mag nicht, dass du jetzt schläfst. Irgendwie verantwortungslos von dir. Denk mal drüber nach. Hey. Hallo. Ich muss immer wieder deine Bilder anschauen. Du bist echt hübsch. Hallo? Na? Hey. Was bist du für eine? Ich. Na. Also, ich bin 190 Stundenkilometer groß und einen Atemzug breit. Ich kann Orangen auf meinen Achselhaar balancieren. Ich bin für die Kornkreise in Norddeutschland verantwortlich. Ich kann High Quality. Ich kann Low Quality. Ich arbeite noch an meinem Sarkasmus. Ich bin eine Hochseefischerin. Ich bin eine Hochstaplerin. Ich bin eine Hochseestaplerin. Ich möchte gerne im Bierschaum mit dir stehen und Worte schlürfen. Ich mag Knutschen und Rauchen. Saufen und Rauchen. Ich bin Wehrdienstverweigerer und Drogendealer. Ich bin Wehrdienstverdiener und Drogenverweigerer. Ich. Meine Augenringe sind das Tiefste an meinem Charakter. Meine Augenringe sind so breit wie Autoreifen. Meine Augenringe sind im Durchmesser so breit wie der Weg zum Mars und wieder zurück lang ist. Ich habe kein Bild von dir. Mach du dir ein Bild von mir. Ich mach mal ein Bild von euch, das ist schön. Samstagabend, Radius, 12 Kilometer. Alle sitzen in der Küche und wischen wieder. Rufe C an, hast du Zeit? Vielleicht später. Rufe K an. Boah, gerade schlecht. Wilma 22, Jesse ohne K 31 und Christopher 37 schreiben. Hey. Fritz 33, Hassan 23 und Brittany 34 schreiben. Hallo. Ellie 27 schreibt mir. Hat er schon was vor? Milena 24 fragt. Baby, what's up? Bin müde. Jesse ohne K 31 schreibt. Lachen kann man, wenn man tot ist. Milena 24 fragt. Mann, wann treffen wir uns endlich? Hashtag Casual Sehnsucht. Jesse ohne K 31 schreibt. Hey. Ellie 27 fragt. Warst du gestern noch weg? Hassan 23 fragt. Ohne Fug. Fritz 33 schreibt. Hey. Milena 24 schreibt. Du bist echt scheiße.
Jesse ohne K 31 fragt. Willst du mir quatschen oder ficken? Fritz 33 schreibt. Martin ist nicht zum Schlafen da. Schau schon Porno. Milena 24. Match deleted. You cannot write this person any longer. Was? Ja? Was willst du eigentlich von mir? Ich will doch nur etwas mit Sprache machen. Ich will... Sprache. Fuck. Fuck you, for real. Eine neue Nachricht von Jona, 28, 345 Kilometer entfernt. Selbstbeschreibung? Softcore. Kabel. Ein Bild sagt mehr als... Man soll den Tag nicht vor dem Abend... Der frühe Vogel fängt gehen. Mo. Dieu. Und ich dachte schon, du wärst für immer verschwunden. Ich will dich nicht darum bitten, dass du mir meine Nicht-Antwort verzeihst, denn um Verzeihung bitten ist für alle Seiten und von allen Seiten Unfug. Dieses Emoji ist toll, denn ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Es passt zu meiner derartigen Verwirrung. Was genau verwirrt dich denn? Mich, nur meine eigene Langeweile. Es lebe die Enttäuschung, aber deine Cliffhanger sind tatsächlich extra billig. Ich will gar nicht, dass du jemals aufhörst zu schreiben. Ich würde gerne so schreiben, wie man, wenn man schreibt. Ich würde gerne so schreiben, wie man schreibt, wenn man weiß, dass niemand das Geschriebene jemals lesen wird. Aber ich kann nicht. Vielleicht kannst du es aber zumindest so lesen, wie du es lesen würdest, wenn du wüsstest, dass ich es in der Erwartung und Überzeugung, dass niemand es jemals lesen würde, geschrieben hätte. Du hast mir gefehlt. Es ist erst Wahrheit, wenn es ein GIF ist. Du, meinst du, man kann Menschen mehr schreiben? Wir sind keine Menschen. Wir sind bloß Nachrichten. Dankeschön. Ich habe mich nicht mehr